leichter der Fight oder so. Und schön, dass ihr wieder eingeschaut habt zu Kochen mit Alter. Heute machen wir weiter im Bereich schnelle Rezepte. Aber bevor wir das anfangen, muss ich jetzt gleich einmal was sagen. Und zwar, ein gutes neues Jahr wünsche ich euch alle. Auf das ist Glück, Erfolg und Gesundheit habt. Und jetzt stelle ich euch vor, wir machen heute Handbrot mit Kantenschinken und Pützen. Und jetzt schauen wir noch, was wir dafür überhaupt brauchen. Für ein Handbrot mit Schwammerl, BZW Pilze und Kantenschinken benötigen wir Zwiebeln, eigentlich eine Größe, aber ich habe wieder zwei kleine genommen. Wir brauchen natürlich Champignons, wir brauchen Öl, wir benötigen Salz sowie Pfeffer, einen Pizzateig, den kennt ihr euch fertig kaffer. Der ist verpackt, meistens ist nur so ein Glasel Tomatensauce dabei. Die Tomatensauce doch brauchen wir gar nicht. Ich habe noch nie einen Pizzateig gemacht, vielleicht kommt das nochmal. Wir brauchen Gouda gerieben, Creme fraiche, ich habe mich für den mit Kräutern entschieden. Und wir benötigen frischen Schnittlauch. Und dann steigen wir gleich direkt ein. Im ersten Schritt muss ich, das ist jetzt nicht so niedergeschrieben, mir meinen Schinken selber würfeln. Denn ich habe da noch einen wunderbaren Schinken aus Südtirol. Und bevor ich mir jetzt wieder einen kaufe, schneide ich mir einfach den in Würfel. Schritt 2, Zwiebel würfeln und die Pilze in Scheiben schneiden. Im nächsten Schritt, nachdem wir ja schon längst den Ofen bei bei 180 Grad vorgewärmt haben, den wir nun in einer Pfanne Öl erhitzen und braten uns die Zwiebeln sowie die Pilze heraus. Schneiden wir jetzt nebenbei nur mein Schnittlauch in Röllchen und das soll ein bisschen zusammenfallen. Wenn unsere Pilze und unsere Zwiebeln so ein bisschen umbraten sind, dann werden wir nur den Kantenschinken mit dazu und lassen das Ganze noch mal ein bisschen länger in der Pfanne. Das Ganze können wir jetzt schon ein wenig mit Salz und Pfeffer würzen. Seid beim Salz vorsichtig, der Schinken ist meistens selber schon sehr salzig. Ich schalte die Platte jetzt schon mal aus, lasse das Ganze noch ein bisschen stehen, so dann runter und danach werden wir es zusammen mit dem Käse in einer Schüssel vermengen. Den Pizzateig habe ich inzwischen auf ein Backblech gelegt. Ihr könnt ihn danach noch so ein bisschen auseinanderziehen oder von mir aus auch mit so einem Nudeleisen drüber rollen. Der passt nämlich grundsätzlich mal nie ganz auf ein Blech. Meistens ist es ein Stückchen zu lang, aber dafür zu schmal, wie auch immer. Und dann packen wir unsere Mischung, die wir gerade gemacht haben, mittig
Naja, vielleicht nicht ganz so flott war der Plan. Auf den Teig. Wichtig, nicht bis ganz außen, an keiner der vier Stellen. Als nächstes klappen wir die kurzen Enden auf die Füllung. Legen dann die langen Enden um. Sodass wir eine wunderschöne Teigtasche kriegen. So eine Art Burrito. Und das Ganze versuchen wir jetzt in einem Aufwasch einmal umzudrehen. Um das Ganze jetzt noch einzuteilen, machen wir das ungefähr in vier gleiche Teile und drücken das einmal ordentlich nach unten, sodass wir danach vier Handbrote haben. Ich habe noch ein bisschen was vom Teig übrig, weil mir der links und rechts bzw. einseitig von der Ding runtergefallen ist. Also mache ich da jetzt noch so ein Würstel drauf. Nur damit wir nichts verschwenden. Danach nehme ich mir ein Messer und ritze hier noch leicht ein. Das kommt jetzt für 30 Minuten ins Rohr. So schaut unser Handbrot aus. Das Ganze klappe ich jetzt um auf ein Stück Holz und dann schneiden wir es auseinander und können probieren, servieren, probieren, anrichten und servieren. Ja, meine lieben Freunde, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Jetzt müssen wir es bloß noch verkosten. Der Aufwand kriegt eine 2 von 6. Es ist nicht ganz so ein schnelles Gericht wie wie ich mir das für diese Version von Video vorstelle, für diese Version von Rezept vorstelle, hat einfach damit zu tun, dass das 30 Minuten ins Rohr stellen musst. Du musst ein bisschen was schneiden und ein bisschen was umbauen und dann ist eigentlich erledigt, wenn die Wartezeit nicht wäre. Deswegen 2 von 6 Punkten. Für die Schwierigkeit ganz klar eine 1 von 6 Punkten. Was, wenn ich das so easy schaffe, dann schafft das ja jeder andere Hanswurst. Entschuldigung. Daher ganz klar eine 1 von 6. Geschmacklich, das Ganze hat einen gewissen Biss, eine gewisse Crunchigkeit durch den Pizzateig, den wir außen rum haben. Innen drin ist es dann schön saftig, der Teig innen drin ist natürlich ein bisschen barzlig, aber was erwarten wir? Wir haben Erfüllung drin. Und das Ganze zusammen mit der Creme Fraiche ist wirklich deutlich besser, als ich es erwartet habe. Ich gebe dem Ganzen schwierig 6,5 Italiener von 10. Falls euch das Video gefallen hat und falls ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Mir hat es gefallen, auch über jeden Kommentar. Und dann bleibt mir jetzt dabei bloß zum Song. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es habt bloß eins. Pfiat euch und Baba und der Gurz 2023. Euer der Feinritt.